Fluchtpunktzeichnung braucht man immer wieder, wenn man irgendwelche Gegenstände oder Objekte perspektivisch darstellen will. Als erstes, was man dazu braucht. Wir brauchen einmal ein Blatt Papier, egal ob kariert, liniert oder ganz normal, leer, weiß, blanko, wie man es nennen will, einen Stift eurer Wahl und natürlich ein Lineal, Geodreieck oder was auch immer. Besser wäre es, wenn es bei größeren DIN-A3-Bildern wäre, dass das Lineal relativ lang ist. Da kann man auch irgendwie einen Pappstreifen nehmen, der gerade ist. So, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, um einen Fluchtpunkt zu zeichnen, gibt es eigentlich eine ganz einfache Übung. Und zwar seht ihr wie folgt aus. Wir haben hier unseren Fluchtpunkt, den man beliebig auf dem Blatt platzieren kann. Wenn man will, kann man auch einen Horizont einzeichnen, der dann genau im waagerecht durch diesen Fluchtpunkt durchgeht. Und um sowas jetzt einfach zu üben, ist es vorteilhaft, sich ein bleistes Blatt Papier zu nehmen, einen Fluchtpunkt zu zeichnen und einfach mal beliebig um diesen Fluchtpunkt herum beliebige Formen darzustellen. In meinem Fall habe ich jetzt hier zwei verschiedene Rechtecke gezeichnet und diese wollen wir jetzt mal mit einem Fluchtpunkt verbinden, dass wir eine Perspektive hinkriegen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen das jetzt nämlich das Lineal, Geodreieck, whatever, legen das an den Fluchtpunkt an und an eine Ecke des beliebigen Körpers. So, mit einem Bleistift würden wir jetzt einen etwas leichteren Strich ziehen. Ich versuche das mit einem Kugelschreiber hinzukriegen. Und das Ganze auf der anderen Seite genauso. So. Ist natürlich jetzt nicht perspektivisch, weil dieses Rechteck ist wahrscheinlich jetzt nicht so lange, dass es hinten genau zusammenlaufen wird. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Parallele, ziehen die hier durch, dass das Ganze so aussieht, ziehen diese Linie nach, und schon haben wir aus dem Rechteck ein Quader oder ähnliches gemacht, welchen wir jetzt von vorne oben anschauen. Man sieht ja hier, dass der jetzt nach hinten immer in Richtung des Fluchtpunkts läuft. Dasselbe können wir jetzt auch mit diesem Quader machen. Legen wir es hier an. So. Ziehen wieder eine Parallele. Die ist natürlich auch wieder beliebig, wo man die jetzt setzt. Und diesen Quader schauen wir jetzt von rechts an. Das heißt, der geht nach hinten rechts immer kleiner.